Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, und zwar Super Mario Land. Ich weiß nicht, wie viele Parts das Ganze gehen wird. Weil das Spiel echt kurz ist, es gibt 4 Welten und mit jeweils 3 Leveln. Ich hätte mich vielleicht erstmal einspielen sollen, weil die Störung. Also die Störung ist wirklich nicht gut. Ich kann das Ganze mal demonstrieren. Wie gesagt, man spielt sich halt wirklich wie ein Stein. Vor allem, wenn man Blöcke runterrennt, ist man einfach direkt unten. Hier gibt es überhaupt keinen Feuer-Mario, sondern nur so Ball-Mario heißt er, glaube ich. Das ist echt kompliziert. Also, kompliziert nicht, aber... Das Spiel ist auf jeden Fall deutlich schlechter als sein Nachfolger. Auch wenn die Musik ist halt das Beste am Spiel, wenn man es so sagen will. Wenn man oben geht, hat man immer so eine Bonuschance. Wie man sieht, das Spiel, also wie man nicht sieht, das Spiel kam für Gameboy raus. Aber ich spiele das Ganze in der Gameboy Color Version. Also nicht auf dem Gameboy Color, aber es ist halt an sich ein Gameboy Color. Ich denke, man versteht, was ich meine. Ich habe natürlich wieder nicht die Leben bekommen. Ja, diese Feuerball, also diese Ballphysik, ich weiß nicht, was. Das prallt einmal ab und dann fliegt's weg. Also shit. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber wie gesagt, also, wenn man in der Störung drin ist, dann ist das komplett einfach. Ne, ich glaube, hier ist noch nichts. Hier gibt es irgendwo ein Leben, das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh Mist. Ich drücke aus Versehen in die falsche Richtung. Komm schon. Okay, hier gibt es noch eine Ballblume. Wie gesagt, es ist nicht Feuer Mario. Es ist einfach so lustig. Das ist das One-Up. Das läuft doch nicht auf diesen Blöcken lang, das fällt einfach nur nach unten. Und das war's wieder mit dem zweiten Level. Ach, zum Glück habe ich es geschafft. Ich hoffe, dass ich diesmal die Leben bekomme, weil ich die schon echt nötig habe, denke ich. Okay, 2 Leben. Damit kann ich leben. Okay. Und die Musik ist auch top. Die ist echt ein kompletter Ohrwurm. Zack. Die Hitboxen sind auch echt buggy. Man kann teilweise durch die Gegner durchrennen. Ich treffe ihn nicht mal, obwohl ich voll in ihn reinschieße. So hat es geklappt. Mit den Game Boy Color Texturen oder Farben sieht man auch, welche Blöcke von oben runterfallen. Das sieht man beim normalen Game Boy nicht. Der Typ, der schießt, kann ich mal schnell vernichten. Die sind so ein bisschen heller. Hier, das ist die Stelle hier ist auch top, wenn man klein ist. Da kommt man hier unten durch, und wenn man den Pilz nicht bekommt, dann muss man sich einfach dort umbringen, weil man hier nur mit Pilz durchkommt. Auf jeden Fall nett gelöst. Hier ist auch irgendwo ein Pilz drin, aber den kann ich mir leider nicht holen, weil ich gerade mein Item verloren habe. Zack. Und jetzt geht's schon zum ersten Bosskampf, der gar nicht mal so schwierig ist. Ist halt einfach nur ein Bosskampf. Und das war Welt 1. Thank you, Mario. Oh, Daisy. In dem Spiel ist es auch Daisy. Und nicht Peach. Wie in ungefähr jedem anderen Spiel.
Ah, perfekt. Ja, man kann es abschätzen, wo er stehen bleibt, aber man kann leider die Leiter nicht. Man kann leider die Leiter nicht kontrollieren. Also zumindest noch sehr schwierig. Die Musik ist auch top. Da gibt es so einen Remix, mehr oder weniger mit so einem C. Mit so einem Ziel, heißt das Ganze auf Englisch. Ich weiß leider nicht, wie das hier auf Deutsch heißt. Ja, die Plattformen bewegen sich auch so asynchron, dass man es gar nicht richtig abstimmen kann, sondern dann teilweise warten muss. Okay, jetzt habe ich extra wieder mal einen Pilz bekommen. Das erinnert mich ziemlich an diese Mario Bros. Stage. Anscheinend waren die Cheap Cheeps zu schwierig umzusetzen. Die haben sich hier für diese Fischkreten entschieden. Ach, diese Sternmusik ist wieder mal top. Oh, jetzt habe ich wieder mal eine Ballblume. Ich glaube, den Typen muss man sogar zweimal treffen, um den zu besiegen. Ich glaube, hier war irgendwas. Ah ne, da drüben war was drin. Naja, ich ignoriere es einfach mal. Okay, hoffentlich kriege ich das. Yep, das Special Exit. Und Bonus, komm schon. Ja, toll. Das meinte ich vorhin. Lol. Können wir noch einfach drüber rennen? Ich glaube sogar in jedem Mario-Spiel so. Zumindest in jedem Jump'n'Run. Ich sag mal so, die Steuerung ist vielleicht scheiße, aber man gewöhnt sich dran. Von dem Spiel kann man halten, was man will. Die Musik ist top. Das war schlecht. Hier ist aber irgendwo eine Feuerblume oder ein Pilz drin, ja. Ja, Feuerblumen gibt's nicht, ich weiß. Und bei den Koopas finde ich es auch lustig, dass man. Ich habe jetzt nur das obere zerstört, Leute. Dass wenn man auf die drauf springt, der Panzer eine Weile liegen bleibt und dann explodiert. Gut. Habe ich einen Ball? Ich habe keinen Ball. Ach, hier ist auch gar keiner drin, von daher. Ist hier einer drin? Nope. Okay, muss ich da hochspringen oder? Nö. Aber ich mach's trotzdem. Wenn es kann. Ah! Ich hatte Angst, auf die 3 zu gehen, weil ich dann möglicherweise zu Blume komme. Ja, und das finde ich mega cool, dass das hier eingebaut ist. Das ist an sich ein, ich weiß nicht, so ein Weltraumshooter. Also vom Prinzip her. Ich weiß nicht, ob man das Shooter mal abnehmen kann. Man kann mit A und mit B schießen, also wenn ich beides drücke, schießt es schneller. Ah, kein Plan. Einfach alles abschießen, das ist immer das Beste. Wenn man diese Kraken da abschießt, dann kommt da so zwei von diesen Dingern raus. In dem Speedrun, also in so einem Tast-Speedrun, den ich mal gesehen habe, hat er alle von diesen Dingern abgeschossen. Das war ziemlich lustig. Zack, zack. Und hier steht's, Mario. Schaffe ich alles einzusammeln? Ich schieße schon mal davon alles weg.
Ich hab's gut geschafft, Leute. Und es wird instant bestraft. Zum Glück habe ich mir hier gerade ein Leben geholt. Komm schon, mach einfach durch da. Hier ist, glaube ich. Ne, hier ist noch nicht der Boss. Jetzt kommt der Boss. Diese Sound. Belastend. Beim ersten Mal spielen habe ich so gedacht, dass man den überhaupt nicht besiegen kann, weil dieser Sound so klingt wie, du machst gerade einen Fehler. Aber das ist es gar nicht. Man muss ihn nicht besiegen, man kann auch einfach da unten durch. Wenn man schnell genug ist. Aber ich will ihn jetzt mal besiegen. Schon, geh weg. Ja, ich achte jetzt mehr auf dieses andere Ding da. Wenn mir das vorhin alles vermiest hat. Zweimal. Zack, und das war's. Ich sag mal, um das in zwei Parts zu splitten, damit es auch an sich ein Let's Play ist, werde ich jetzt hier nach Welt 2 aufhören. Da ist Daisy. Ich glaube, ich habe es jetzt gerettet. Das Spiel ist vorbei, oder? Nein, das ist doch nicht Daisy. Das kam sehr überraschend. Dann tschüss, bis zum nächsten Part. Ach nein.